Nur wenige Stunden nach Kates Update über ihre abgeschlossene Chemotherapie erschien die Ankündigung zu Harrys und Megans neuem Netflix-Projekt. Zufall oder Absicht, gestern wurde der erste Teaser für das neueste Netflix-Projekt von Prinz Harry, 39, und Herzogin Meghan, 43, veröffentlicht, und das nur wenige Stunden nachdem Prinzessin Kate, 42, ein emotionales Update zu ihrer Krebserkrankung teilte. Das Projekt, mit dem Titel Polo, wird die Welt des Polosports beleuchten und die Elitespieler hinter den Kulissen begleiten. Auf Netflix-Ex-Account wurde das Projekt nun erstmals beworben. Komplex, beängstigend und unvorhersehbar. Kurz davor veröffentlichte der Kensington Palace ein dreiminütiges Video von Prinzessin Kate und ihrer Familie. In einem dazu veröffentlichten Statement offenbarte die 42-Jährige, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen habe und derzeit krebsfrei ist. Die letzten 9 Monate beschreibt sie darüber hinaus als komplex, beängstigend und unvorhersehbar. Ob die Veröffentlichung des Netflix-Teasers von Harry und Meghan bewusst mit Kates berührendem Video zusammenfiel, bleibt unklar. Trotzdem sorgt die zeitliche Nähe der beiden Veröffentlichungen für großes Aufsehen und Entsetzen bei vielen Fans. Doch nicht nur wegen des Timings, auch Vorwürfe über Harry, der in der Vergangenheit ein Polo-Pferd misshandelt haben soll, wurden laut. Hat Ex-Prinz Harry seine Polo-Pferde nicht missbraucht? So eines der überwiegend negativen Kommentare unter dem Post. Es ist widerwärtig, die Serie dieses Tierquälers zu vermarkten, indem man die Popularität und den guten Willen seiner Schwägerin an dem Tag ausnutzt, an dem sie verkündet, dass sie mit der Chemotherapie fertig ist, kommentierte ein anderer User. Der Streaming-Gigant präsentierte Bilder aus der neuen Serie und kündigte die Premiere von Polo für Dezember an. Laut Netflix bietet die Dokumentarserie einen exklusiven Einblick in das schnelle und aufregende Leben von Elite-Polospielern und wird von Archival Productions, der Produktionsfirma von Harry und Meghan, produziert.